Moin und willkommen zurück zu Satisfactory im Update 8 und wir sind im Hauptbildschirm. Nein, wir starten nicht neu, wir machen ganz normal weiter. Wir haben aber ein Problem und zwar mit dem Strom. Das heißt, ich würde jetzt mal ganz kurz hier im Hauptbildschirm oder Hauptmenü so eine Art kleinen Gefechtsplan machen, weil wir können das in-game nicht machen. Wir haben nur noch 2 bis 4 Minuten Strom und bis dahin muss einiges passieren. Erschwerend kommt hinzu der letzte Patch. Dazu komme ich gleich. Also, Plan war, bis vor dem Patch quasi, dass wir jetzt einfach ganz schnell irgendwie die Wasserpipeline anzapfen an dieses AKW. Die sind ja schon mehr oder weniger ordentlich weit gelegt, aber einfach jetzt irgendwie kreuz und quer hinlegen, damit da mal ein bisschen Wasser reinkommt. Und wir nehmen die Uranbrennstäbe in die Hand, zumindest ein paar, und lagern die mit der Hand ins AKW ein, dass mal ein bisschen Strom kommt, dass die Batterie wieder ein bisschen lädt. Und wenn wir dann 10-15% Ladekapazität haben, können wir ja das wieder dann ordentlich und sauber machen. Das war der Plan vor dem großen Patch, der jetzt gestern, vorgestern kam. Und zwar, der Patch hat einige geile Sachen dabei, Quality of Life und so weiter. Können wir vielleicht mal dann später ein, zwei Sachen anschauen. Allerdings gibt es ein gigantisches Problem. Und zwar, es wird ein neuer Charakter erstellt. Das bedeutet, der alte Charakter ist noch da, aber es wird ein neuer Charakter erstellt und den spielt man jetzt gerade. Das heißt, man startet am Hub komplett nackt. Nee, also den Xeno-Zepper hat man, aber sonst nichts. Alle Einstellungen sind zurückgesetzt worden, die Taskleiste unten, alles weg. Und natürlich null Inventar. Das Problem bei mir ist natürlich jetzt folgendermaßen. Mein Hub ist oben im Zentrallager. Und ich habe nichts dabei, dass ich irgendwie die Pipeline oder sonst irgendwas bauen kann. Das ist alles im alten Charakter drin. Und das nächste Problem ist, ich habe keinen Schweberucksack, ich habe kein Jetpack und ich habe, was viel wichtiger ist, den Schutzanzug nicht für die ganze Strahlung, was da unten ja jetzt mittlerweile ist. Alles ein ziemliches Problem. So, wie können wir das Problem beheben? Eigentlich ziemlich einfach. Man muss den alten Charakter töten, der steht in der Welt rum und dann kann man den einfach looten. Normalerweise ist es so, dass der alte Charakter da steht, wo ihr ausgelockt habt. Oder wo der letzte Autosave war. War bei mir jetzt nicht der Fall und dann beginnt natürlich die große Suche. Und um mir das zu erleichtern, zeige ich euch mal was. Und zwar habe ich hier die Seite, Moment, ich muss selber mal ganz kurz gucken, Satisfactory Calculator geöffnet und dann kann man hier rechts, hier macht man die Karte ein bisschen größer, beziehungsweise egal, hier rechts kann man dann drauf drücken, da öffnet sich jetzt ein Fenster, das seht ihr nicht. Und da sind die Speicherstände und dann wird hier auf der Karte der Speicherstand geladen. Und hier sieht man jetzt, wo mein alter Charakter ist. Ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Zoomen. Genau, hier steht er. Und zwar ist das hier, wenn wir ein bisschen hingehen, die Fabrik, die Aluminiumoxidfabrik. Unten. Hier ist der große Fels, hier ist das Wasser, hier haben wir das Wasser unten. Es lädt immer ein bisschen, aber und hier sind die 4 AKWs, da oben ist das Zentrallager. Also die Seite ist eigentlich ganz cool, da kann man viel auch noch nachträglich ändern an der Map. Aber nur zur Information, da könnt ihr rausfinden, wo euer Charakter ist, wenn ihr nicht wisst, wo der ist. Oder ihr ihn suchen müsst, war bei mir eben der Fall. Keine Ahnung, normalerweise hätte der beim AKW stehen müssen, da haben wir ausgelockt. Das letzte Mal, aber jetzt ist er hier. Das bedeutet, wir müssen jetzt irgendwie darum den unboxen, looten. Dann, das sind die ganzen Uranbrennstäbe hier, die Anlagen. Die Pipeline hinterziehen und schauen, dass das läuft. Wird ziemlich interessant. Ich gehe wieder rüber. Das ist der Plan. Mal gucken, also gut, wir machen einfach mal fortsetzen und schauen wir mal. Ich hoffe, dass es jetzt keinen Absturz gibt oder sonst irgendwas. Ich bin gespannt. Wie schon gesagt, wir starten jetzt im Hub oben. Ganz genau, wir haben nichts in der Tasche. Gut, wir müssen jetzt übelst Gas geben, also wirklich richtig. So, wir springen runter. Währenddessen mache ich meine Einstellungen, die Waffe. Dann Foundations auf die 5, zack.
Nehmen wir jetzt hier mal ein bisschen was weg, scheißegal. Ich darf nicht zu nah an das ganze Uranzeug ran. Das war knapp. So, jetzt darf ich auf jeden Fall nicht großartig in Kämpfe verwickelt werden. Ich werde schon angegriffen. Geil. Es ist so ungewohnt, wenn man kein Exoskelett mehr hat. Ich weiß nicht, warum das jetzt so ist, dass man auf jeden Fall einen neuen Spielcharakter hat, ja. Das ist eine Schnecke, die holen wir uns jetzt nicht. Keine Zeit dafür. Das heißt, wir müssen uns den Charakter holen plus uns um Strom kümmern. Es wäre wahrscheinlich jetzt mit dem Charakterproblem gar nicht so, so schwer geworden, würde ich sagen. Gut. Da ist die Anlage, da oben drauf stehe ich. Wie schon gesagt, ich habe schon mal probiert, mich zum umzubringen. Das geht. Deswegen weiß ich auch, wo er steht. Aber ich habe noch nicht geschafft, das AKW zum Laufen zu bekommen. Habe es auch noch nicht probiert. Aber bekommen wir bestimmt hin. Also schneller, komm. Er bekommt Schläge auf den Hinterkopf und sauft Kaffee nebenbei. Naja. Schneller, 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 schneller. Alter. Stirb. So. Kiste. Alles aufsammeln. Wir brauchen auf jeden Fall das hier, den Schutzanzug, die Maske. Alles andere brauchen wir erstmal nicht. Scheiß drauf, Abfahrt. Pipeline habe ich auch noch nicht und eine Task drin. Gut, ist nicht so schlimm. So. Scheiße. Doch keine Zeit, Leute. Gut, dann brauchen die da hinten noch Strom, beziehungsweise müssen ans Stromnetzwerk ran. Also ich würde sagen, wir machen mal eins weg. Wie viel Minus habe ich denn? Scheiße, eine Minute noch, ey. Fuck. Schneller Wasser, schneller Wasser. Nimm das mit der Hand schnell. Wenn das nicht klappt, müssen wir irgendwas abkapseln oder ab. Ich habe so das Gefühl, da kommt ein bisschen wenig Wasser an, hä? Scheiße, und ich habe doch keine Zeit für sowas jetzt. 17 Sekunden. Jetzt kommt Wasser. Sechs Sekunden. Leck mich. Leck mich. Am Arsch. Scheiße. Muss irgendwas abtrennen. Beziehungsweise, Moment mal. Eigentlich brauche ich bloß Wasser. Wie machen wir denn das jetzt? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Schon so eine grobe Idee. Also wir machen das jetzt hier mal wieder weg. Ganz kurz. Hab ich die Möglichkeit... Kann ich da auch was anderes reintun, außer... Ja, es geht. Das heißt, davon brauchen wir jetzt mal ein paar. Scheiße.
Dann hole ich auch. Jetzt wird's interessant, Leute. Ich hole jetzt schnell Biomasse. Also die flüssigen Biotreibstoff. Dann Draht- und Eisenstangen. Müssen wir mal gucken, ob wir die irgendwo rumfliegen haben. Ich habe jetzt keine Lust hochzugehen eigentlich. Ja, das ganze Ding braucht irgendwie 500 Megawatt. Deswegen brauchen wir dann ein paar Anlagen. Sollten wir aber hinbekommen. Mist. Dass ich die Wasserproduktion separat machen kann. Erstmal. Hier haben wir wieder so einen schönen Anzeigefehler. Jetzt habe ich hier irgendwo ganz normalen Draht rumfliegen. Natürlich nicht. Nein, natürlich. Warum auch? Ich weiß nicht, ob das jetzt schlecht ist, wenn die ganze Anlage eine gewisse Zeit ist, gar keinen Strom hat. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal das Biozeug. Da nehmen wir mal ein bisschen was mit. So, wo bekomme ich jetzt den Draht und die Eisenstangen her? Ich könnte natürlich auch jetzt hochgehen. Ja, hier ist schon mal Draht. Jetzt fehlen nur noch Eisenstangen, aber ich glaube, ich weiß, wo welche sind. Gut, Kabel habe ich auch genug, das passt. Ärgerlich, das war zu knapp. Aber ich habe nicht verstanden, normalerweise hätte die Pipeline ja voll sein müssen. Es kann aber sein, mir wurde gesagt, ich habe unten irgendwo einen Fehler gebaut, dass es genau jetzt die falsche Pipeline war. Das kann natürlich auch sein. Ich muss doch hier irgendwo eine Anlage haben, die Eisenstangen braucht. Das gibt's doch gar nicht. Obwohl, Eisenstangen wird nicht so oft gebraucht. Aber wenn... Nee. Weil ich auch nicht mehr mit dem normalen Rezept arbeite. Ja. Shit. Ich mache immer alles gleich zu Schrauben, nicht zu Stangen. Ja, wir gehen jetzt mal runter und schauen mal. Wir schauen mal hier noch ein bisschen. Taschenlampe an. Jetzt verstehe ich es auch, jetzt würde ich es verstehen, warum ich keine, mit Taschenlampe nicht geht, aber sonst. Kein Schwein braucht Eisenstange, naja, gut. Da müssen wir mal gucken. Das bekommen wir auf jeden Fall hin. Irgendwie. Also. Es ist diese Pipeline hier. Und die braucht, ich sag mal, 480 Kubik Wasser. Das bekommt sie aber. Ja. Und du brauchst 500 Megawatt. Das ist natürlich hart bitter. Wenn ich jetzt sage, wir nehmen mal... Wir müssen jetzt echt ein bisschen rumexperimentieren. Wir schauen mal, wie viel Strom wir jetzt hinbekommen. Also die haben immer 30 Megawatt, also 60, 90, kommt alles wieder weg. 120, 150, 180, 210, 240. Und ich brauche jetzt... Ah, eine müssen wir noch machen. Wie schon gesagt, muss jetzt alles nicht schön sein. Das wäre so gut gewesen. Ach so. Stimmt, mir jetzt hier unten die Leiste verhagelt. Das heißt, es ist ja alles MK1 Strommasten. Autosave. Dann du noch. Und du noch? Jetzt haben wir eigentlich ausreichend Strom. So, das Problem ist natürlich jetzt, dass zu wenig Wasser kommt. Weil wir runtergetaktet haben. Wir machen das jetzt einfach so. Oh, da ist das Problem, was gemeint wurde.
Das war nicht angeschlossen, okay. Machen wir gleich nochmal alles neu. Wir machen das hier weg. Gehen damit da drauf. Machen hier nochmal eine Kreuzung drauf. Jetzt haben wir erstmal alles auf einen, auf eine Pipeline fusioniert, wenn man so will. Wasser kommt ja ausreichend, ja, ganz genau. Gut. Das bedeutet, die halten ja ein bisschen. Ich sollte natürlich noch welche über haben, für mich selber gleich. Sieht aber gut aus. So, dann machen wir jetzt, Moment, hier nochmal ein 50er-Stack rein. Und dann geht's. Halt, das muss weg, das Kabel. Pump! Ach, scheiße. Das Kabel muss nicht weg, das muss man so machen. Und dann brauche ich nochmal einen. Weil die ganzen Pumpen ja auch Strom brauchen. Und zwar sind das MK2 Pumpen, 6 Stück insgesamt. Und die brauchen 8. Wir machen noch einen. Sicher ist sicher. Aber wie schaut es jetzt hier aus mit dem Verbrennen? Achso. Gut, das müsste jetzt eigentlich bedeuten Wassermarsch. Es wird alles jetzt auf eine Pipeline fusioniert erstmal. Ah shit, ich traue mich jetzt nicht den Schwebedrucksack zu nehmen, weil es nochmal 100 Megawatt kostet. Aber hier wird gepumpt. Und wenn dann beide Kraftwerke... müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier machen. Wenn dann beide Kraftwerke hinten an sind, müsste es theoretisch eigentlich funktionieren. Habe ich aber jetzt nicht verstanden, warum das Wasser so langsam kam. Ich hätte vielleicht beim letzten Mal noch so einen kleinen Flüssigkeitstank hinstellen müssen. Dass die jetzt hier erstmal nicht laufen, ist nicht so schlimm. Erstmal nicht so schlimm. Aber was wir machen müssten, wäre wahrscheinlich... das Kabel hier nochmal kappen. Können wir hier die Sauerei mal wegmachen? Ja, das dauert natürlich jetzt ein bisschen, bis das läuft, obwohl... Ich habe so das Gefühl, dass er da nicht wirklich hochkommt. Dass das nochmal vielleicht so der springende Punkt ist. Wasser ist da. Sehr, sehr gut. Das war hier mit diesem Modus. Ganz genau. Hier fehlen allerdings noch die Brennstäbe, klar. Eieiei. Dann holen wir die. Und wir nehmen gleich mal ein ganzes Stack mit. Sind keine drin, cool. Du Scheiße, die Jodfilter. Autosave. So, und dann geht es jetzt eigentlich schon weiter mit dem Stress fast. Wo sind die? Hier. Haben wir mal 12 da. Jetzt müssen wir immer mal ein bisschen mit der Hand jetzt machen noch.
Gut. Eigentlich würde ich jetzt gerne das AKW 4, 5 und 6 noch hinstellen, damit wir es hier ordentlich machen können. Wie schaut denn das jetzt hier aus? Mir fehlen theoretisch nur schwere modulare Rahmen. Die habe ich. Die müssen wir halt schnell holen. Dann machen wir das jetzt hier vernünftig. Das müsste jetzt erst einmal halten. Eieiei, eine Action. Natürlich sind die wieder auf der anderen Seite von der Karte. Ganz klar, ganz klar. Übrigens, Leute, wenn ihr das ganze Chaos feiert hier, dann dürft ihr gerne ein Abo da lassen. Wäre eine coole Sache, würde mich freuen. Und dann geht's einfach weiter. Gut, die schweren modularen Rahmen sind da hinten. Die holen wir, dann bauen wir das AKW 5 und 6. Dann schließen wir alles schön an. Wir haben trotzdem ein bisschen Zeitdruck. Wir müssen gucken, dass permanent die Uranbrennstäbe drin sind. Gut, das ist jetzt nicht der Act. Viel schlimmer ist eigentlich die Tatsache mit dem Müll. Wie wir das machen. Ich habe so die Befürchtung, dass wir ein bisschen zu schnell an den AKWs waren, glaube ich. Ich meine, ich kann die natürlich jetzt erstmal einlagern, den ganzen Müll. Den kann ich auch das Lager halt gigantisch groß machen, das geht. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt so auf die Schnelle zu dem Atomrecycling komme. Dazu bräuchten wir erstmal Kühlkörper und alles Mögliche. Das könnte ein Problem werden. So. Ja, öfter mal was Neues. Hättest du sie auch hier holen können? Naja. Aber sonst kann ich sie bauen, oder? Fliegt mir sonst noch irgendwas? Kabel. Kabel, Kabel, Kabel. Scheiße. Dumm, dumm, dumm. Kabel habe ich vorher irgendwo gesehen. Ja, lass dir noch mehr Zeit. Ist ja nicht so, dass unten bloß Biomasse-Generatoren laufen, die irgendwann leer laufen. Oder das AKW vollläuft. Oder hier das vollläuft. Ja. Vergesst am besten noch irgendwas. Das Gute ist, dass die Förderbänder auch laufen. Wenn kein Strom da ist, kann ich ein bisschen Speed mir geben. Das wäre natürlich noch eine krasse Idee, wenn man sagt, okay, das Gebäude, was das Förderband ausgibt, braucht so und so viel Strom mehr, wie lang das Förderband halt ist. Also pro ein Raster oder pro ein Förderband quasi 0,1 Megawatt zum Beispiel. Dann würde man sich schon sehr viel Gedanken machen, wie man das macht, glaube ich. So, Autosave. Natürlich bleibe ich hängen, klar. Ich hoffe jetzt bloß, dass unten, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die blaue Schnecke hier schon geholt habe. Ich hoffe jetzt bloß, dass ich unten noch genug Saft drin habe, dass die Biomasse-Generatoren laufen. Also dann kommst du jetzt auch mal weg. Und zwar so. Ganz genau. Und jetzt haben wir theoretisch die 6 AKWs hier stehen, die mit dem Wasser unten betrieben werden können. Die Frage ist, wie viel Brennstäbe brauche ich denn jetzt eigentlich? Kein Strom, weil kein Wasser. Geil. Geil, ich hab so Bock drauf. 0,2. Das heißt, wir könnten mit der ganzen Anlage hier 30 AKWs aufbauen. Wir machen das jetzt mal hier schnell fertig und gucken, warum hier kein Wasser kommt. Aber ich sehe es doch, wie es pulsiert. Es läuft doch. Check ich nicht, kein Strom. Das mit dem Wasser hat mich letztes Mal bei meinem ersten Durchgang schon richtig aufgeregt, warum das so
ja, nicht funktioniert, wenn man will. Das ist irgendwie... Scheiße. So, hier können wir gleich noch ein... Zweiter oben drauf, weil da kommt die Pipeline dafür. Wie habe ich das da drüben gemacht? Kreuzung einfach draufsetzen, geht das? Ne, geht nicht, weil ja eben... Ach, ich weiß, wie ich es gemacht habe. Das könnte ein bisschen eng werden, machen wir es so. Das Problem ist, ich muss das Wasser zum Laufen bekommen, weil sonst läuft gar nichts mehr. Durchflussrate 5 Kubik, was ist da los? Ich check's nicht. Und hier kommt jetzt wieder. Der kommt immer so stoßweise, kann das sein? Wir machen jetzt mal einen Test. Und zwar nehme ich das jetzt hier mal weg. Machen wir halt einen kleinen, ist ja wurscht. Und befüllen das jetzt mal. Yes, hier steht's doch. Netto 600 Kubik pro Minute. Nicht ganz, aber ja, guck mal, es geht hoch. Das heißt, entweder stimmen die Zahlen beim AKW nicht, was ich mir nicht vorstellen kann. Oder wir haben ganz andere Probleme. Dass die Pipeline einfach zu lang ist. Ja, aber theoretisch müssten wir sogar 120 Kubik Wasser über haben. Hier sprudelt es ja schön rein. Hey, wo ist das Wasser hin? Das war doch gerade eben voll. Fließt das wieder zurück? Macht ja gar keinen Sinn. Weil wo soll es denn hin? Also das ist ein Problem. Das Wasser. Aber wenn es zurückfließt, da kann es ja machen. Jetzt ist es wieder weg. Es kann ja zurückfließen, aber dann müsste ja die Pipeline trotzdem irgendwann volllaufen. Wisst ihr, was ich meine? Weil mir kommt so vor, es wird wieder, dass die das Wasser wieder irgendwo hin versickert. So, hier unten wird noch schön gearbeitet. Ne, hier unten mit. Da haben wir noch genug. Hier unten wird eben nicht gearbeitet. Hier unten wird eben nicht gearbeitet. Ja. Aktuelle Menge im Extraktor, willst du mich verarschen? Null? Also volllaufen darfst du dann schon wenigstens, oder? Ja, wenn die nicht laufen. Habe ich dem... Ich habe denen keinen Strom gegeben. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich habe das hier weggemacht, dass ich die Pumpen anschließen kann. Ich bin so dumm. Ihr denkt euch wahrscheinlich, was für ein Trottel. Jetzt, das kann natürlich nicht funktionieren. Ja, jetzt verstehe ich das auch mit dem Wasser.
Oh, die Pumpen haben die ganze Zeit das aktuelle Wasser oder das vorhandene Wasser, was drin war, hochgepumpt und deswegen hat sich oben das Lager aufgefüllt. Und dann ist das Lager voll gewesen, die Pumpen haben nichts mehr pumpen können, weil das Wasser weg war. Und dann ist es wieder nach hinten gerutscht. Jetzt macht es auch Sinn, Leute. Ganz genau. Wie viel haben wir jetzt hier noch drin? 40, 2,4 pro Minute. Das heißt ungefähr, ja, so 17, 18 Minuten haben wir jetzt noch Zeit. Also Wasser und ich, wir werden keine Freunde mehr. Aber nicht so schlimm. Mist. Gut, aber jetzt müsste es laufen. Jetzt müsste ich es anstecken können. Ja. Und dann müssen wir mal hoffen, ob die 5000 Megawatt, was wir mehr haben, dann kommt das jetzt hier. Theoretisch könnte das. Ja, wir lassen es mal. Jetzt bleibt es auch übrigens voll. Wir lassen es mal. Sicher ist sicher. Jetzt müsste das laufen. Ganz genau. Mann, Mann, Mann. Beton habe ich auch gleich keinen mehr. Cool. Geil. Aber dann können wir gleich, wenn das hier eh nicht läuft, hier. Wenn es noch nicht läuft, das können wir gleich sauber machen. Gut, ah, ich sollte vielleicht mal mein Inventar auch ein bisschen, beziehungsweise meine Aktionsleisten und ein MK5-Band erstmal. Dann kommt auf die 9, kommt das hier auf die 0, kommt die Pipeline. Ich glaube, so war es oder so ähnlich zumindest. Übrigens, ich weiß nicht, ob das davor schon ging, aber. Jetzt haben wir ja Zeit, jetzt ist es wurscht. Ne, wurscht ist das nicht, aber. Man kann jetzt. Das ist ein ganz normaler Splitter. Ich weiß nicht, ob es davor schon ging, aber man kann jetzt, wenn man den, wenn man die Steuerungstaste drückt, kann man den einfach ersetzen. Das ist halt super geil. So muss man nicht immer die Förderbänder noch wegmachen und den alten Splitter. Das finde ich ist eine ziemlich coole Sache. Wahrscheinlich ging es davor auch schon, aber. So, Beton. Viel brauche ich nicht. Ja, ich werde auf jeden Fall gleich mal was holen müssen. Ja. Ist ja gleich da hinten. Aber wenn ich es jetzt rausnimmt, kommt nichts mehr nach erstmal, ist klar. Aber ein Stack reicht mir. Beziehungsweise ich muss gar nicht dahinter, ich kann es ja hier holen. Ja, wir nehmen mal zwei Stacks mit. Gut wäre, wenn wir das heute noch irgendwie zum Laufen bekommen. Also das unten, dass die Pipeline falsch angeschlossen war, war eine Info, die ich von euch bekommen habe. Danke dafür. Dann anscheinend habe ich beim Kohleband noch irgendwas verkackt. Bei dem langen da hinten. Und beim Kupfer. Das wir letztens gemacht haben. Da muss ich mal hingucken dann nochmal. So, dann kommst du jetzt mal hierher. Könnte passen. Passt auch wunderbar. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir bloß schauen, wie wir hier den Übergang machen. Das ist auf jeden Fall zack. Gut, aber jetzt haben wir das Gröbste schon hinter uns. Tatsächlich. Wir wissen, dass es läuft. Das ist schon mal viel wert.
Gehen wir die Kupferbleche gleich aus. Ich überlege gerade, wo welche sein könnten. Ja, null. Geil. Wir könnten auf jeden Fall da jetzt schon noch weitermachen mit den Splittern. Das schaut gut aus. Und das gleiche machen wir hier. Und hier jetzt kann ich ja die Stützen wegmachen. Gut. Wir müssen jetzt bloß schauen. Also du musst jetzt irgendwie... 1, 2 darüber. Das war wahrscheinlich dumm. Obwohl, ich komme noch rum, das passt. Setzen wir hier einen Splitter drauf. Gott, nicht das AKW abreißen. Das wäre es jetzt gewesen. Das wäre so typisch gewesen. Obwohl es jetzt auch kein Drama gewesen wäre. Also. So, passt wunderbar. Und hier. Kommen dann die Brennstäbe rein. Auch wenn die jetzt aktuell nicht produziert werden. Wir müssten so viele da haben, dass es jetzt erstmal reicht. Dass wir uns da keine Sorgen machen müssen. Wir müssten jetzt theoretisch alle mit Frucht. Ich weiß gar nicht, ob die voll laufen, wenn da kein. Doch, die laufen voll. Ja. Machen wir jetzt hier mal noch einen Strommasten her. 1, 2. Theoretisch müssten aber jetzt 5000 Megawatt produziert werden. 2500. Okay, habe ich den da hinten noch vergessen. Es kommt kein Wasser an. Echt, dreh durch. Irgendwann drehe ich mit dem Wasser noch durch, aber vielleicht dauert es auch einfach ein bisschen. Ich habe die Pipeline ja, glaube ich, auch erst vor 2-3 Minuten angeschlossen. Schaut es jetzt hier aus? Ja, das passt schon, das passt schon. Ich würde sagen, wir machen jetzt da Kupferbleche. Wo bekomme ich jetzt Kupferbleche her? Wir suchen uns jetzt Kupferbleche. Wir müssen ja hier irgendwo welche rumfliegen. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert mit den AKWs. Nochmal. Kupferbleche. Wo könnte ich welche brauchen? Also wahrscheinlich fliege ich jetzt so weit weg, dass ich auch hoch ins Lager hätte gehen können. Ich muss jetzt tatsächlich endlich mal die scheiß Hypertube da fertig machen. Ich sag schon so lange. Jedes Mal da rum... asseln und was suchen. Ist ja Wahnsinn. Hier sind Kupferbleche. So, 2 Stacks reicht. Und wieder hinter. Nicht hängen bleiben, gut. Gut. Ja. Action geladen heute. Da unten ist auch eine Schnecke. Also mir kommt so vor, als wenn die tatsächlich resettet wurden. Was eigentlich ganz cool ist, weil wir haben jetzt einfach mehr Schnecken. So. Wir gucken nochmal. Also bis dahin gehen die Brennstäbe, aber jetzt sind alle Lager, alle internen Lager voll.
Es kommt immer noch zu wenig Wasser an, ich verstehe es nicht. Es kann doch nicht so lange dauern, oder? Bis das voll läuft. Voll. Und hier füllt sich so langsam. Hier wird es auch wieder weniger. Ja, wir testen mal was. Warum kommen überall... Ich verstehe es nicht. Wenn mir das mal einer erklären könnte. Warum da so wenig Wasser kommt. 0 Kubik, das geht einfach nicht. Ich weiß, dass das alles Rohrsegmente sind, die sich nach und nach füllen müssen. Aber das ist voll übrigens. Aber es kommt kein Wasser nach. Es kommt einfach kein Wasser nach. Und das hat mich... Ich habe beim ersten Mal schon hier das AKW gemacht, beim ersten Durchgang, und hatte das gleiche Problem. Und das leert sich übrigens. Das Einzige, was jetzt noch logisch wäre, vielleicht eventuell wäre, wenn unten der Strom aus ist, aber es ist... Ist es aber nicht. Theoretisch müsste Durchflussrate hier permanent auf 600 sein. Oder ich habe hier unten irgendwas vergessen anzuschließen. Wir fangen mal mit dem da hinten an. Der ist voll. Der ist einfach fucking voll. Der auch. Gibt sich Mühe. Gibt sich alle Mühe. Will der mich verarschen? Aber der ist auch voll. Gibt sich alle Mühe, okay. Habe ich hier zu viele Kreuzungen drin? Fragezeichen. Ich arbeite irgendwie. Haben die da was Neues eingefügt? Die Biomasse aus. Theoretisch müsste hier auf dieser Pipeline eine Durchflussrate von 600 sein. Punkt. Alles andere wäre ein Schmarrn. Aber irgendwie kommt mir das so vor, als würde die nicht hochgepumpt werden. Cracking sozusagen, ja. Okay. Aber das Wasser... Braucht da irgendwie Hilfe, glaube ich, irgendwann mal. Das geht mir so auf die Nüsse mit dem Wasser. Dass der das nicht hochpumpt. 50 Meter. Und dann kommt das immer so schubweise. Das ist ja viel zu wenig. Ich brauch konstant 480 Kubik. Am besten 500. Das muss sicher sein. Aber die bringen das Wasser nicht weiter. Als wenn ich irgendwo eine Engstelle hätte. Also dass die natürlich alle nicht zu 100% laufen, ist mir klar. Also wir gucken mal. Der hier macht 180. Dass die hier abgetrennt sind, passt. Der hier macht 180, das sind 360. Und 180 sind auf jeden Fall ausreichend. Dann können wir den hier mal wegmachen. Weil da hinten sind auch noch mal welche. Also wir brauchen 1, 2, 3. Dann machen wir das hier auch noch mal weg.
Das ist super nervig. Irgendwie arbeitet das nicht wirklich. Gut. Also das müssen wir beobachten. Ich muss mal gucken, wie ich das hinbekomme. Keine Ahnung, vielleicht wisst ihr ja irgendwie was. Das wäre eine coole Sache. Wie man das da am besten hinbekommt. Alternativ, ohne Scheiß, wenn wir das nicht hinbekommen, müssen wir das anders machen. Dann werden wir das erstmal so machen, dass wir von oben, ich guck mal kurz hoch, dass wir von oben vom Wasserfall erstmal Wasser holen. Nach unten. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich mag ich aber halt nicht, weil es oben viel zu eng ist und. Aber dass zumindest mal zwei AKWs laufen. Oder vielleicht sogar vier, müssen wir mal schauen. Die mit Strom, also die uns mit Strom versorgen, dass die ganze Anlage wieder läuft. Das könnten wir eigentlich tatsächlich machen. Weil das ist auf der sicheren Seite. Und. Oh, stürzt sich ab. Geil. Und dann müssen wir es so machen. Also ich werde diese Wasserquelle unten nutzen wollen, weil, wie schon gesagt, oben passen 30 AKWs hin. Und. Dann werden wir das Wasser unten einpacken, hochfördern, mit dem Förderband oben entpacken. Hilft nichts anderes. Wenn es nicht funktioniert. Durchflussrate 4 Kubik. Naja, gut, Leute, dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.